Hey Leute, willkommen. Wir zocken heute ein bisschen Watch Dogs 2. Ich habe mir das gestern geholt und wir werden das jetzt ein bisschen zocken. So, wir fangen jetzt ein neues Spiel an. Und mal gucken. Ich habe das ein bisschen gestern gezockt, aber wir gucken jetzt heute, wie es läuft. Ja, ich habe das echt gestern gar nicht gezockt. Also mal gucken, wie es läuft. Ich hoffe gut. So, okay. Sieht schon mal nice aus. Betrachte das als deine DedSec-Taufe, Retro. Deine Mission, wenn du sie annimmst, ist es, Bloom-Sicherheitstüren zu umgehen und reinzukommen und dann dein persönliches CTOS-Profil zu finden und zu löschen. Was sie auch gegen mich in der Hand haben, alles erlogen. Und ich lasse mich nicht mehr schikanieren. Noch ein Grund für eine Säuberung. Wir werden zusehen. Ich hoffe, ihr kommt mit. Übrigens, habe ich dir eine Playlist als Soundtrack gemacht. Hoffe, sie gefällt dir. So, WASD. Seh dich mit meiner Maus um. Drücke Shift, um zu sprinten. Okay, wir müssen anscheinend hier hoch. Um zu sprinten. Okay, sind wir da oben? Mhm. Okay. C-Deckung. Mhm, okay. Ja, moin. Halte Q. Okay. Geil, dann habe ich jetzt ein Inventory. Und Control zum Zielen. Ist da noch jemand? Man kann ja hier die Kameras hacken, anscheinend. Okay. Da ist einer. Perfekt. Dann gehen wir kurz zu denen, weil ich glaube ja Geld. Ui, Geld nicht. Und der andere Typ hat wohl auch Geld, oder? Ja, ein bisschen. 2700. Oder ist was? Mitnehmen. Smartwatch. Cool. Halte Mausrad gedrückt für das. Also muss ich da hingehen. Und das drücken. Drücke von. Entsperren. Okay. Dann müssen wir wieder da runter. Und dann können wir die öffnen. R, C. Wir machen doch einfach öffnen, oder? Das ist Zeitverschwendung. Er ist nicht drin. Hab dich. Das ist er also. Er hat eine Knarre. Ist das ein Problem? Also, für Probleme habt ihr doch mich hier, oder? Stopp die Zeit. Ich bin neugierig. Zu spät. Er ist drin. So schnell? Und sag nicht, ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung. Nee,
Keine Ausflüchte, eine richtige Antwort. Ich stehe einfach nicht auf Aliens oder Videospiele. Es ist nicht bloß ein Alien, es ist... Hat hier noch jemand Probleme mit seinem Head? Oh Gott! Ja, moin, was ist das denn für ein Killer-Ding? Krass, Alter. Übertreibt. Wer ist das? Das ist... Retro. Der Home Domain Awareness Hacker? Der Retro? Ja, das hatten wir doch gesagt. Ja, ich höre nie zu. Okay, also wir müssen dann... das ist das gleiche wie vorher. Oh. Finde... NetHack. Okay, das sind 1000 Kameras. Da ist der Schlüssel. So, Schlüssel, Zugangsschlüssel. Tja. Ich würde sagen, bis jetzt, das habe ich schon gemacht. Aber nach dem hier... Oh, ich kann mir meine Knarren so schnell aussuchen. So, aber von nun an habe ich keine Ahnung. Ich glaube es besser, wenn ich mich hier hinter ducke. Vielleicht auf das Eck. Und dann die Kameras kurz hacke. Dass ich sehe, wo die Leute sind. Da ist eine Tür. Die öffne ich mal. Was ist da? Okay, ich würde sagen, wir gehen schon mal einfach weiter. Ich gehe mal schnell hoch und gucke. Ich kann einfach... Schalte den Serverraum ab, da oben. Okay. Oh je. Was wisst ihr über ihn? Er ist in Oakland aufgewachsen, aber in... Was wir wissen ist, dass er im DeadSec-Chat rumhängt und wirklich gute Referenzen hat. Also wollten wir ihn mal testen. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Bisher hat es noch keiner geschafft, sein CTOS-Profil zu löschen. Ich will sehen, ob er clever ist, stur ist oder beides. Junge. Das war gerade übelst knapp. Oh, die schießen! Nein, ich kann nicht treffen! Oh, ich muss das vielleicht mit Sneaky Biggy machen. Das war gerade gar nicht gut. Okay. Ich weiß nicht. Da ist einer. Ne, Tür ist nicht gut. Noch nicht. Wir müssen erst so hoch wie möglich. Glaube ich. Das ist auch ein Typ. Okay. War das hier auf? Ui. Schnell durch. Deckung.
Fliehe, ja, wohin? Schwärmt aus und findet ihn! Da drüben! Ja, moin! Lauf! Kann ich mich hier verstecken? Bitte. Wo ist der hin? Ausschwärmen. Flieh, ja, wohin? Oh, Junge. Ja, moin, lauf! Ich brauche Deckung! Zurück in Deckung! Verstärkung! Ich habe eine Familie! Komm, zeig dich! Fliehe. Boah, Junge, ich bin gerade übelst konzentriert dadurch. Nein, hier komme ich nicht durch. Was wisst ihr über ihn? Er ist in Oakland aufgewachsen, aber in... Was wir wissen ist, dass er im DeadSec-Chat rumhängt und wirklich gute Referenzen hat. Also wollten wir ihn mal testen. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Bisher hat es noch keiner geschafft, sein CTOS-Profil zu löschen. Ich will sehen, ob er clever ist, stur ist oder beides. Ja, das ist schon entkommen. CTOS hat ihn als Hauptverdächtigen in einem Hightech-Einbruch genannt, also... Er war im Knast. Gemeinnützige Arbeit. Nicht genug Beweise. Nur anhand von CTOS-prädiktiven Algorithmen. Komm. Aber einmal im System... Immer im System. Ach du Scheiße, er hat's gemacht? Ihm bleibt nicht viel Zeit, bevor die Backups hochfahren. Was zur Hölle? Ich muss nach oben. Komm, bitte lass mich nach oben. Komm, 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 komm. Boah. Nach oben, nach oben. Spürt ihn auf. Hier komme ich nicht durch. Und wie komme ich jetzt rüber? Da, okay. Boah. Komm, komm, komm. Was war das gerade? Lass mich hoch. Boah, Junge, Leute. Geht er in den Warmgang? Da drin sind es bestimmt 50 Grad. Meinen Respekt hat er. Der gibt echt alles. Okay. Er ist jetzt im
kleiner, als hätte man den geheimen Q-Level gefunden. Ja, und wo jetzt hin? Kletter, greif, nee, warte. Greife, okay. Ich muss jetzt zu dieser Bank. Die ist ja noch eine Etage hoch unten. Und wie komme ich jetzt dahin? Oh Gott. Ach, hör durch, schnell. Ist es nicht richtig? So, okay. Boah, das ist echt hardcore, Leute. Boah, da muss man echt mal einen Gedanke weitergehen. Und ich muss sagen, ich habe das noch nicht gemacht, aber... Boah. Was zum... Warum soll ich so eine Bedrohung sein? Das ist doch Bullshit. Ich könnte natürlich auch. Ja. Ich greife das nächste Mal, also. Ich baue einfach eine kleine Backdoor ins System ein, dann komme ich später wieder rein. Sorry, Bloom, wir sind noch nicht fertig miteinander. Er kommt raus. Schnapp ihn. Ja. Okay. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Ich renne einfach mal hier entlang. Muss ich runter? Ja, ich muss runter. Renn! Ich renne jetzt einfach. Einfach weiter nach unten. Mist, ich muss weg hier! Auch jetzt weggesichtet, benötigen weitere Einheiten. Oh, dann bin ich safe? Ich glaube nicht. Da. Gott, lauf! Ja, moin. Boah, das ist echt irgendwie intens, Alter. Sofort stehen bleiben! Hilf ihm! Wo zur Hölle geht's hin? Ja, okay. Na geil.
Fick dich, Blum! Ja, Okay. 2013 ergriff Chicago die Chancen der Smart Cities mit CTOS, einem verbundenen Betriebssystem für Massendatenüberwachung, Sicherheit und Transitprogramme. Mit ein paar hundert Zeilen Code konnten Hacker die zentralen Server kapern und das ganze Netz lahmlegen. Viele hielten den Angriff für das Ende der Smart City-Entwicklung. Sie lagen falsch. Direkt aus Silicon Valley koordiniert wurde CTOS 2.0 in den ganzen USA implementiert und eröffnete das Internet der Dinge. 6,4 Milliarden verbundene Geräte dienen als Sammelpunkte, zeichnen unsere täglichen Routinen auf und schaffen ein sichereres und invasiveres System. Aber wer hört sonst noch zu? Big Brother arbeitet nicht mehr allein. Tausende Little Brothers verfolgen und sammeln jeden ihrer Schritte für ein komplettes digitales Profil von ihnen, das gekauft, verkauft oder gestohlen werden kann. Spielzeug studiert ihre Kinder, meldet Marketingfachleuten ihre Gewohnheiten. Geräte, Konsolen und Heimsicherheitssysteme öffnen Unternehmen ein Fenster in ihr Privatleben. Jeder kann aus der Ferne die Kontrolle über ihr Fahrzeug oder Mobilgerät übernehmen, jederzeit. Vielleicht halten sie sich für immun oder unterschätzen das Risiko. Jedoch ihr digitaler Schatten ist kompromittiert. Versicherungen überwachen ihre Gewohnheiten mit Algorithmen, um ihre Haftung zu errechnen. Krankenkassen bestimmen, ob es sich lohnt, ihren Krebs zu behandeln. Manipulierte Suchergebnisse und Newsfeeds beeinflussen ihr Wahlverhalten und lenken soziale Strömungen im großen Maßstab. Sie sind jetzt weniger wert als die Daten, die sie produzieren. Das ist die neue Realität. Untertauchen ist keine Option mehr. Die persönliche Freiheit ist zunehmend in Gefahr und viele wehren sich. Whistleblower, Aktivisten und Hacker haben die Fronten abgesteckt und das Establishment aufgeschreckt. Doch sind sie selbst gefährlich? Oder sind sie jetzt die letzte Bastion der Freiheit? Ja, Alter. Tut mir leid, dass die Folge so lang ist, aber wird's nicht so. Bin ich drin? Sein mehr. Egal. Willkommen bei DedSec. Oh. Ich bin Zitara. Dieser Süße hier ist Josh, aka Hot Sauce. Yo, du bist Hot Sauce? Mann, ich stehe auf deinen Frethouse-Hack. Echt krass. Danke. Dieser Irre ist Ranch. Das Wohl von vielen. Und dieser Casanova ist Horatio. Was geht, Bruder? Was geht, Mann? Das ist die Crew, hä? Die hat echt lang gebraucht, mich zu holen. Shit. Ihr habt Blums Bullshit gesehen. CTOS steuert nicht nur die Infrastruktur. Die Menge persönlicher Daten, die das Ding hier sammelt, ist echt total abgefahren. Ja, das sind Big Brother und Little Brother. Alles in einem. Hä? Es sieht alles, was du tust und verpetzt dich. Dank dir, Josh. Also, was machen wir jetzt? Vorschlaghämmer oder Feuer? Nein. Vorschlaghämmer und Feuer. All diese Daten an einem Ort heißt, die lehnen deinen scheiß Antrag schon ab, bevor du ihn abschickst. Herzlichen Glückwunsch. Ihre Kreditkarte wurde im Voraus abgelehnt. Dein Haus oder die Versicherung? Das ist nicht mal das Schlimmste daran. Die ganzen Daten in der Hand der Regierung, die verknacken dich schon, bevor du was angestellt hast. Ging mir auch so. Ja, jetzt weiß ich auch wieso. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Scheiß drauf! Scheiß drauf, Mann! Wir sind Hacker. Wir sind cleverer und dreister. Ich sag, wir decken die Scheiße auf. Wir zeigen ihr allen, was Blum vorhat, Mann. Wir zeigen allen, dass ihre Daten missbraucht werden. Um unsere Freiheit zu rauben. Fuck. Ich habe eine Backdoor installiert, da brauchen wir einfach nur durchgehen. Moment, du hast... Was? Eine Backdoor installiert. Da brauchen wir nur noch durchgehen. Bingo! Hey, Mann.
Hast du eine Uhr? Ja, Mann. Schon gut, schon gut. Ein bisschen spät zum Joggen, oder nicht? Hey, Mann, was machst du? Fliehst du vor den Cops? Vielleicht bin ich einer. Hey, du, kennen wir uns nicht? Schöne Party noch. Verdammt nochmal. Fick dich, Bloom. Ich werde eine scheiß gute Zeit haben. Ich habe so ein High-Resolution-Pack installiert. Ich muss gucken, ob das schon aktiviert ist. Weil würde ich sonst aktivieren natürlich. Junge, diese Nachrichten immer. Hallo, was ist denn das für ein Handy? Dein neues Handy. Wo ist meins denn? Liegt im Meer. Hast es reingeworfen, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich war ziemlich dicht. Triff uns im Hackerspace. Wo? Check deine Bilder und find's raus. Okay, na los, steh endlich auf. Ja, wessen Wohnung ist das? Verdammt, schätze, ich war dicht. Wie eine Strandhaubitze. Hol dir erstmal was zum Anziehen, dann sage ich dir, wie es weitergeht. Oh, und du musst dein Handy betriebsbereit machen. Also lad dir alles aus dem Store runter, bevor du wieder herkommst. Oh Mann, mein erster Tag und dann sowas. Okay, ich glaube, das wär's dann, wie gesagt, für die erste Folge. Ich werde auf jeden Fall davon mehr aufnehmen. Auch ein bisschen mehr mit Facecam dann. Dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Also bis dann.